Und wenn wir mal kurz einen Blick an die Decke werfen, sehen wir nichts. Da müssten wir eigentlich Löcher sehen können. Das sind nämlich die Todeslöcher oben in dem schmalen Gang, von dem ich vorhin gesprochen habe. Wow, wow. Ja, Todeswolke, schön. Zwei weg. Und der letzte. Weg. So. Der hat sogar was für uns, ein Auge des Todes. Das ist wieder ein Multiplayer-Gegenstand, den wir nicht brauchen. Aber hier finden wir was. Ring des bösen Auges. Den können wir anziehen. Die Genese sagt, dass dieser Ring den Geist des bösen Auges in sich trägt. Eine dunkle Bestie, die Artorias getötet hat. Also Artorias ist ein legendärer Ritter. Die Stärke des bösen Auges lässt sich nicht erschüttern und TP wird von gefallenen Gegnern absorbiert. So. Damit haben wir jetzt einen zweiten Ring und wir sehen oben unter unserer Ausdaueranzeige, dass wir nun das böse Auge auf uns haben, das unsere Lebenspunkte heilt, wenn wir einen Gegner töten. Oh, und da hinten ist noch was, was ich übersehen habe, die Seele eines Soldaten. So. Nächster Schritt ist hier die Treppe hochzunehmen, weil hier ist noch etwas, woran man schwierig rankommt. Ups, ist genau nämlich so nicht. Da müssen wir noch, brauchen wir noch einen Versuch dafür. So, hier hoch. Ah, hier rum. Genau. Nein. So kann man es auch nicht machen. So, hier hoch. Hier vorsichtig rum. So. Ich krieg das noch hin. Es ist nämlich immer gut, jeden möglichen Gegenstand, den man finden kann, mitzunehmen. Also nochmal das Ganze. Hier an dem Loch vorbei. Und wir haben es geschafft. Denn hier liegt eine Menschlichkeit. Können wir mal kurz gucken, wie viel haben wir denn schon mittlerweile davon? 12. Ist nicht viel, ist aber ein gutes Stück. So. Hier wieder zurück. Und da müssten wir alle Gegenstände, die wir hier bekommen können, hier auch bekommen haben. Gut. Dann heißt es jetzt hier wieder zurück. Nö, hier nicht. So, sondern hier zurück. Und hier runter zurück. Hier sind wir nämlich hergekommen. Hier haben wir die Ratten und Kirk getötet. Nicht zu verwechseln mit Captain Kirk von der Enterprise. So, hier hoch. Denn hier haben wir noch ein paar Ratten und zwei Schleime zu töten. Ja, und die Schleime können uns natürlich auch wehtun, wenn wir nicht aufpassen. So, dich ausschalten. Du willst da hinten abhauen normalerweise. Deswegen schalte ich dich auch mal gleich aus. Und da oben ist noch ein Schleim, den ich mal runterholen werde. Normalerweise kann man den auch ebenso gut ignorieren, aber ich will jetzt mal gerade jeden Schleim mitnehmen, damit wir Scherben bekommen. So. Nö, aber der hat nichts für uns. Schade. So, jetzt gehen wir... Nein. Doch, wir gehen kurz hier lang. Weil hier müsste hinter der Ecke... nein, falsche Ecke. Eins runter und dann um die Ecke gucken.
Genau, eins runter und hier um die Ecke. Ist auch nichts. Okay, da habe ich mich wohl vertan. Ja, das stimmt, das war die Scherbe oben. Hier haben wir übrigens wieder Rufsymbole. Das heißt, hier gibt es schon wieder einen Boss. Schwere Armbrust, die nehmen wir mal mit. Aber mit dem möchte ich mich jetzt noch nicht anlegen, weil ihr seht ja, wir haben 18.000 Seelen im Schlepptau. Ich möchte erst einmal nur mit, ja, mich kurz umgucken, ob hier noch was war. Ich bezweifle es gerade. Da möchte ich einfach nur den Weg nach oben wieder nehmen. Hier ist nichts. Lass mich vorbei, blöde Säule. Genau, hier war nichts mehr so weit. Möchte ich wieder runter, bitte? So, zurück in die Kanalisation. Und hier noch mit einem NPC reden. Ja, er ist ein Händler. Von ihm können wir Freude lernen. Und reden. So, er hat erstmal Goldharz. Das hat uns ja im Kampf gegen den Tauchen geholfen, aber davon haben wir noch zwei Stück. Und ansonsten hat er nicht viel wirklich interessante Sachen. Außer ein paar Pfeilen sollten wir uns mal wieder eindecken. So, 200 ist keine schlechte Zahl. Und seine Rüstung, die er selber trägt, verkauft er auch. Die wollen wir aber nicht. Ja, er ist Händler und wir werden ihn bestimmt wiedersehen. So, jetzt werde ich zum ersten Mal einen Heimkehrknochen benutzen. Weil ich wieder aus der Kloake raus will erstmal. Das letzte Leuchtfeuer, was wir angetatscht haben, war am Feuerballschrein. Und der Heimkehrknochen zählt auch als Rasten. So. Ich wollte nämlich deswegen zurück zum Feuerbahn schreiben, weil wir zwei Sachen, wichtige Sachen gefunden haben. Oh, erstmal ist hier der Ritter, sind hier die Kleriker verschwunden. Zweitens haben wir ja die große Glut gefunden. Und die Scherben. Die wollen wir jetzt auch nutzen. Also ja, Splitter wollen wir auch noch benutzen. Wir wollen nämlich das Bastardschwert upgraden. Ich habe es mir nämlich jetzt doch anders überlegt. Der Stich vom Claymore ist zwar eine nette Sache, aber mit einem Bastardschwert bin ich doch ein bisschen glücklicher. Deswegen töten wir erstmal wieder hier die Ritter. Komm, Ritterchen. So, töten den Ritter. Töten die anderen beiden Ritter. Autsch. Die alle auch was droppen. Lustigerweise. Du hast... Oh, eine Baldur-Rüstung mal dabei. Und du? Eine kleine Scherbe. Das sind schon mal zwei. Fehlen uns noch sieben. Aber jetzt kann ich euch endlich mal den Text zur Baldur-Rüstung vorlesen. Baldur-Rüstung. Die von den Rittern des alten Königreichs Baldur getragene, aus dicken Eisenplatten gefertigte Rüstung. Baldur war die Heimat des Ritterkönigs Rendal, doch sie ging zugrunde, als unzählige Untote auftauchten. Also ja, Rendal hatte wohl was gegen Untote. Und da waren die Untoten nicht gerade glücklich drüber. So. Tod dir. Und tot allen anderen, die sich uns in den Weg stellen. Dir da zum Beispiel. Und euch beiden. Was habt ihr dabei? Ein Langschwert und das war's. So, okay. Wir wollen jetzt erstmal nur zum Schmied gehen. Ihm die Glut geben
und Waffen upgraden. Dazu brauchen wir erstmal noch 7 Scherben. Leuchtfeuer ignorieren wir jetzt mal dezent. So, runter zum Schmied. Hallo André. Why, that's a fine ember you have there. I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Ja, wir leihen sie ihm. Magnificent. You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. So, jetzt können wir Ausrüstung umwandeln. Und zwar, wir können Sachen auf +6 erhöhen oder Crude machen. Wie man sehen kann, Crude erhöht den Grundschaden ordentlich. Im Gegensatz zu +6. Aber es verringert da unten die Attributsboni. Während das Claymore +6 die Attributsboni sogar verstärkt. Wir wollen aber jetzt erst einmal nur das Drachenschild umwandeln. So, da verschwindet es, weil es jetzt umgewandelt ist. Und erstmal wollen wir noch Gegenstände kaufen, nämlich hiervon 7 Stück. Auch wenn das teuer ist. Waffe verstärken. Bastardschwert verstärken. So. 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 Und jetzt tun wir das Bastardschwert umwandeln. Das ist übrigens auch für das Let's Play ganz gut, weil das Bastardschwert ziemlich verpönt ist. Und wie man jetzt sehen kann, können wir das Bastardschwert jetzt ganz normal wieder bei Waffe verstärken, verstärken auf +7. Genauso wie das Drachenschild. Wir brauchen halt bloß große Scherben. So, jetzt haben wir ein Bastardschwert. Das nicht weniger wiegt, aber dafür etwas mehr Schaden macht. Und damit haben wir sogar schon die 200 übersprungen. Jawohl. Wir machen jetzt also mit diesem Schwert mehr Schaden, als wir mit dem Drachenschwert machen würden. Aber keine Sorge, das Claymore wird nicht ganz verloren gehen. Ich habe es nämlich nicht umsonst auf +5 gebracht. Es wird nachher noch eine wichtige Rolle spielen. So. Jetzt heißt es zurück zum Feuerbandschrein. Dort wartet nämlich noch jemand auf uns eigentlich. Also erstmal liegen hier noch überall die toten Hüllen rum. Die toten Balderritter. So. Bei dem wir uns sowieso noch mehr Splitter abgreifen müssen für den Bogen. Später, wenn es dann soweit ist. Und ja, bei den Schleimen müssen wir nachher noch ein bisschen farmen. Aber das werde ich dann, wenn es soweit ist, zeitraffern. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Jetzt geht's erstmal wieder hierher zurück. Und Petrus ist wieder da. Hey, Kumpel. Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Ja, er hat seine Rhea verloren. Your Highness. Where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy. Deathly so. Yeah. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Ja, er verkauft uns immer noch Wunder, aber er redet halt nicht mehr mit uns. Also wir könnten uns bei ihm noch was kaufen, aber das Zeug ist viel zu teuer, als dass es was bringt. Was wir uns kaufen könnten, wäre der Torolund-Talisman, aber den brauchen wir jetzt noch nicht. Und wie ich sagte, man sieht, der hat einen Magiebonus von 165, aber der Torolund-Talisman, er steigert sich nicht mit Wille. Also ab einem bestimmten Punkt an Wille sind andere Talismane besser. Trotzdem, wir verlassen ihn erst einmal und gehen dann da drüben.
weiter, denn hier sitzt unser Pyromantenfreund, mit dem wir gerne reden möchten. So.